Hallo zusammen. Wir sind wieder in einem Video unserer Reihe mit den Politiker-Interviews. Ihr wisst Bescheid, es gibt ja auf unserem Kanal auch schon die Diskussionsrunde mit den drogenpolitischen Sprechern von SPD, Linken, Grünen und FDP. Jetzt, ihr seht schon, ich habe ein paar rote Sprenkel an mir dran, habe mich mal wieder bemüht, mich zu akklimatisieren hier. Wir sind zu Gast bei Dirk Heidenblut, dem drogenpolitischen Sprecher der SPD, im Sitzungssaal allerdings, nicht im persönlichen Büro, mit leisuren Sitzungsstühlen, ja, kommt mir sehr entgegen, sehr bequem. Herr Heidenblut, ich sag mal gerade ein paar Dinge aus Ihrer Biografie, ganz wenig, dass die Leute ungefähr einen Eindruck kriegen, wo Sie so herkommen, nämlich insbesondere vom Arbeiter-Samariter-Bund. Seit dem 18. Lebensjahr sind Sie da engagiert, zunächst Katastrophenschutz und dann Vorstandsvorsitzender seit 1987 Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes, das ist also quasi die Heimat, wo Sie herkommen. Und seit 2013 im Bundestag, also zwei Legislaturperioden jetzt dabei. Wiedereinzug ist nicht ganz sicher. Sie müssen das Direktmandat kriegen, genau. In Essen-Nord. Genau. Essen-Nord-Ost, genau. Gartenberg, Stoppenberg, Steele, können wir noch ein paar aufzählen. Da muss ich direkt gewählt werden, genau. Gut. So, aber ich bin da zuversichtlich. Ja, habt ihr alle gehört, ja, Essen 2, da tritt Dirk Heidenblut an. Und ich habe schon mehrfach in dem Zusammenhang gesagt, ich rede mit vier Legalizern. Ja? Bei der SPD kann man das ja sehen, wie man will, ob das eine Legalize-Partei ist oder nicht. Ja, schon grenzwertig eher. Dirk Heidenblut ist aber auf jeden Fall ein Vorkämpfer für die Legalisierung, auch innerhalb der SPD, der den Laden da hinter sich hergezogen hat jetzt und zum Beschluss gebracht hat. Da reden wir jetzt noch drüber. Auf jeden Fall ein Kämpfer für eure Rechte. Ja, guckt euch das mal an auf dem Wahlzettel. Dirk Heidenblut können wir auf jeden Fall empfehlen als jemand, der sich ernsthaft für die Rechte von Cannabiskonsumenten eingesetzt hat. Essen Nord, Essen 2. So, haben wir das. Sie sind beide Male über das Direktmandat reingekommen, ja, in den Bundestag. Ja. Auf der Liste nie abgesichert gewesen. Es ist auch ein Klassiker, dass diejenigen, die relativ sogenannte sichere Wahlkreise, ob sowas heute noch gibt, ist ja immer die Frage, aber die sogenannte sichere Wahlkreise haben, also der Wahlkreis, wo ich bin, ist mal mit 70% von der SPD geholt worden, dass die nicht abgesichert werden, vielleicht damit die sich dann trotzdem noch anstrengen. Okay, ja, und dann mit ein paar, die man auf jeden Fall drin haben will oder möglichst dann noch irgendwie vorne und auf der Liste unterbringt. Ja gut, ist ja irgendwie wie auch immer, genau, nachvollziehbar gewissermaßen. Also richtig Ruhrgebiet ist ja auch mitten im roten Herz und so weiter, ne, ja, der SPD. Ja. Ich frage alle erstmal, um auch so ein bisschen klar zu machen, nicht alle Politiker sind geldgeil oder machtgeil. Warum sind Sie in die Politik gegangen? Was hat Sie gereizt, da sich mehr einzumischen als mein Kreuzchen alle vier Jahre? Naja, also in die Politik gegangen, zumindest zu einer Partei gekommen bin ich ja, das ist ja schon lange her. Da ging es bei mir damals noch um die Anti-Atomkraft-Bewegung. Da habe ich heftig mitdemonstriert und das wollte ich auch dann in die Politik einbringen. Und auch damals wollte ich gerade die SPD davon überzeugen, dass das gut ist, sich dagegen zu stellen. Es war ja da auch eher eine andere Partei, die das, die entstand da ja erst, aber die sich da eingesetzt hat. Aber die SPD war mir schon sehr nah, weil die sich für Sozial- und Gesundheitspolitik, da kam ich schon immer her, eingesetzt hat. Und dann habe ich gesagt, das ist meine Heimat und dann versuche ich aber auch dieses Ziel da zu erreichen. Hat lange gedauert, gebe ich zu. Aber letztlich hat die SPD bei der Atomkraft ja dann auch die Kurve gekriegt, auf jeden Fall. Also das war eigentlich so der Punkt. Und Berufspolitik wollte ich eigentlich nie machen, aber da gab es im Bereich der Psychiatrie eine Entwicklung, die ich katastrophal fand und da wollte ich mitwirken, sie abzuschaffen. Und das ist auch weitgehend gelungen, glücklicherweise in der ersten Legislatur, in der ich drin war. Und das hat mich bewegt, zu sagen, dann musst du aber in den Bundestag, weil da werden die Gesetze gemacht. Das ist interessant. Habe ich gestern gerade noch gehört, Kapat Gonter, die ja auch Motivation im Bereich Psychiatrie hatte, tatsächlich. Genau. Interessante Parallele. Wann sind Sie denn eingetreten in die SPD? 1982. Mhm, mit 18 beim Arbeiter-Samariter-Bund und altersmäßig SPD dann? Ist, 22. Ach, danke, da waren wir jetzt zu viel Rechnerei auf die Schnelle. Ja, ich hoffe, ich habe mich jetzt auch nicht vertan, aber ich würde sagen, ich war 22 oder 21 noch. Also das Jahr war ja, aber ich meine mein 21, 22. So genau. Zwei, drei Jahre nach dem Arbeiter-Samariter-Bund. Was ist mein Arbeiter-Samariter-Bund mit 18 ehrenamtliche Tätigkeit? Das ist ja da auch schon im Prinzip so ein Schritt Richtung
ehrenamtliches Engagement für die Gesellschaft einsetzen? Ja, das wäre jetzt zu hochfliegend. Also man musste ja damals als junger Mann noch entscheiden, ob man zur Bundeswehr geht oder Zivildienst macht oder, und den dritten Weg habe ich gewählt, ob man sich im Katastrophenschutz verpflichtet, und dann wurde man freigestellt von der Bundeswehr und hatte aber den Vorteil, man blieb zu Hause, auch beim Zivildienst war das ja nicht sichergestellt, und konnte dann direkt mit dem Studium oder was auch immer man machen wollte anfangen. Und das war eigentlich die Motivation, zum ASB zu gehen. Dass da auch ein soziales Engagement daraus entstanden ist, ist eigentlich in der Zeit gewachsen. Okay, interessant, erklärt die Sache. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich die Möglichkeit hatte, noch Katastrophenschutz zu wählen als dritte Möglichkeit. Doch. Das gab es eigentlich immer, und erst mit Aufhebung der Wehrpflicht ist das dann auch gefallen sozusagen. Gut, Sie sagen, Sie wollten gar nicht so unbedingt im Bundestag, das kam dann irgendwie so. Genau. Jetzt waren Sie zwei Legislaturperioden drin, 8 Jahre, wenn Sie zurückblicken, wie war die Zeit? Ich meine, Sie wollen wieder rein, Katastrophe kann das nicht gewesen sein, ja, aber wie würden Sie so sagen, Ihre persönlichen Erfahrungen, positiv, negativ? Also mein Ziel war nie, Berufspolitiker zu werden. Damals, als ich erstmalig angetreten bin, wollte ich natürlich schon gerne rein, weil ich wollte ja an diesem Gesetz was ändern. Also es gab da schon die starke Motivation. Die ist auch geblieben, die starke Motivation. Ich bin ja durchaus sehr beheimatet im Bereich Psychiatrie, Psychotherapie. Das ist tatsächlich etwas, wo ich auch mit der Kollegin viel zu tun habe. Und da gab es jetzt zum Beispiel mit dem Psychotherapeutengesetz, wo also eine komplette Ausbildungsstruktur verändert werden musste, weiter Motivation, was zu machen. Da gibt es gerade jetzt auch immer noch ganz viel Motivation, was zu machen, weil die Versorgung von psychisch erkrankten Menschen ist immer noch überhaupt nicht so, wie wir sie brauchen. Und nicht zuletzt, wir sprechen ja hier auch über ein Thema, es gibt auch noch viele weitere Themen, für die ich brenne und wo ich was verändern will. Und ich glaube, wir haben eine Menge verändert an verschiedenen Stellen, aber es gibt noch eine Menge Handlungsbedarf, und deswegen bin ich sehr daran interessiert, es nochmal zu machen. Da sind wir tatsächlich beim Punkt, da wäre ich jetzt auch drauf gekommen, die Motivation für Drogenpolitik. Wann haben Sie die entdeckt? Haben Sie da irgendwie einen persönlichen Bezug zu, oder ist das dann im Prinzip erst jetzt im Bundestag gekommen, das Thema zu Ihnen? Nee, befasst war ich damit schon immer, auch in meiner beruflichen Zeit. Ich habe auch mal eine Zeit lang bei der Suchthilfe in Essen die war als GmbH organisiert, im Aufsichtsrat gesessen. Also ich habe mich mit Drogen- und Suchtpolitik schon immer beschäftigt. Das hat ja auch ein bisschen was mit Psychiatrie und all dem, was damit zu tun hat, zu tun. Also auch da geht es um Therapien, um Behandlung, um Strukturen. Das war schon immer mein Thema. Und in die Drogenpolitik jetzt sozusagen im Bundestag bin ich allerdings dann in den ersten 4 Jahren nicht gekommen. Die Aufgaben werden ja immer aufgeteilt. Ich hatte ein klares Ziel im Psychiatriebereich, was ich erreichen wollte, habe dann noch ein paar andere Aufgaben dazugenommen, musste den Bereich Digitalisierung gleich mit übernehmen, auch ein dickes Feld. Und da wurde das dann schwierig, und außerdem hat ein Kollege das interessant gefunden, und der Burkhard Blinert hat das auch super gemacht, hat die Grundlagen gelegt, und dann bin ich danach sozusagen erst dran gekommen. Aber es war immer ein Thema, das mich interessiert hat. Also es gehörte, wenn er nicht Interesse gehabt hätte, hätte ich das sicherlich auch versucht, für mich zu gewinnen. Okay, das heißt, Digitalisierung war eher so ein Thema, was sie da kalt erwischt hat, so wie das manchmal genau, das so musste läuft, ich ne? nehmen, genau. Okay. Also ich habe es dann auch damals schnell verstanden, weil meine erste Diskussion ging um die elektronische Gesundheitskarte, da wusste ich, warum keiner so richtig dran wollte. Ja. Okay. Thema Burkhard Blinert, der hat ja wie Sie auch im Prinzip schon angefangen, die SPD hinter sich herzuziehen Richtung Legalisierung. Ja, hat alles furchtbar lange gedauert, reden wir gleich nochmal konkreter drüber. Für den gilt das Gleiche, haben Sie gesagt, der ist auch Direktkandidat, wo? In Paderborn glaube ich. Ja. Ne? Vielleicht auch das eben für die Zuschauer mitgegeben. Genau so, Direktkandidat Burkhard Blinert in Paderborn. Weiß nicht, ob 1 oder 2 oder was. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob die 1 oder 2 haben, aber Paderborn auf jeden Fall. Also wenn Wahlplakate bei euch rumhängen in der Straße, wo Burkhard Blinert drauf ist und der Name da steht, dann könnt ihr den bestimmt wählen. Ja, ist auf jeden Fall keine schlechte Wahl. Ja, auch ein Vorkämpfer für eure Rechte. So, hat man das auch. Jetzt habe ich bei allen mal gesagt, okay, am Anfang gucken noch alle Zuschauer zu, ja, Richtung Ende ist ja bei YouTube üblicherweise ein bisschen Schwund, sag ich mal, bei den Zuschauern im Video. Jetzt Ihre Gelegenheit, auch bei voller Besetzung da draußen, eine Message, Ihre Hauptmessage, Nachricht an die Zuschauer rauszuhauen, dass das noch alle mitkriegen. Was wollen Sie unseren Zuschauern hier jetzt der Cannabis Community speziell sagen? Also erstmal will ich sagen, dass es mir wirklich
auf der Seele brennt, dass wir immer noch nichts erreichen konnten und dass es da nicht weitergegangen ist. Und dass es tatsächlich immer noch so ist, dass man, wenn man Cannabis konsumieren will, sich strafrechtlicher Verfolgung aussetzt. Ich weiß natürlich, der Konsum ist nicht strafbar, aber das, was man macht, geht ja dann nicht, ohne dass man sich strafrechtlicher Verfolgung aussetzt. Und das muss beendet werden. Und deswegen ist es mir ein Herzensanliegen, dass wir genau das beendet kriegen, dass die nächste Legislatur eine Legislatur wird, die durchaus... Da gibt es sicherlich auch viele, die ganz andere Dinge noch gerne nach vorne bringen, aber für mich muss sie durchaus auch unter der Überschrift stehen, die Legislatur der Legalisierung, weil das muss jetzt endlich funktionieren. Wir müssen dahin kommen, dass es keine Strafverfolgung an der Stelle mehr gibt und dass wirklich jeder natürlich das machen kann, aber ich bin auch Suchtpolitiker, jeder dann aber auch Hilfen bekommt, wenn tatsächlich eine Sucht entsteht. Das ist ein genauso großes Problem. Und um nicht missverstanden zu werden, ich will keineswegs aufrufen dazu, Cannabis zu genießen, aber ich will, dass das nicht mehr strafrechtlich verfolgt wird und dass man legal daran kommen kann. Das ist meine Message und die Message ist auch, dass ich mich dafür einsetzen werde, dass das funktionieren kann. Ich weiß, dass ich das nicht alleine kann, aber die SPD ist inzwischen auf einem guten Weg und wir haben, glaube ich, eine große Mehrheit, die auf einem guten Weg ist und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich. Eine Mehrheit für eine Veränderung in der SPD haben Sie auf jeden Fall geschafft. Ja, kann man sagen, die SPD hat sich bewegt. Wie weit sind Sie denn gekommen? Was steht denn jetzt drin im Programm der SPD? Wo steht der Laden jetzt gerade drogenpolitisch? Ja. Also in das Programm hat es leider nicht komplett mein Papier geschafft. Die Fraktion ist da immer noch ein Stückchen weiter, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ins Programm der Partei, und das will ich vielleicht noch sagen, wir haben über Burkhard Blinert gesprochen, also ich habe sozusagen den Endschliff erteilt. Burkhard hat schon die Grundlagen gelegt und alles das, was da drin steht, ist auch auf seinem Mist mitgewachsen. Überhaupt keine Frage, da will ich mich nicht mit falschen Federn schmücken. Aber im Programm der Partei steht, wir wollen eine andere Drogenpolitik, wir wollen aus der verbotsgetriggerten Drogenpolitik raus, aus der strafrechtsgetriggerten Drogenpolitik raus. Wir wollen Modellprojekte, in denen wir die legale Abgabe erproben können, um den richtigen Weg letzten Endes zu finden und insofern letztlich zur Legalisierung von Cannabis kommen. Jetzt werden Sie sicherlich einen Haufen negative Kommentare lesen unter diesem Video über die Modellprojekte. Ja, warum brauchen wir doch nicht? Wir sehen doch in den anderen Ländern, dass es funktioniert. Ja, es ist nur eine Verzögerung. Was sagen Sie den Leuten dann? Also ich verstehe das. Ich verstehe auch die negativen Kommentare. Erstmal aus dem Grund, weil man seit Jahrzehnten darauf wartet, vielleicht ein bisschen viel hochgegriffen, aber gar nicht so falsch, dass endlich was passiert und jetzt keinen Bock mehr hat, nochmal auf eine Warteschleife geschickt zu werden. Also ein Punkt für mich ist, ich glaube schon, dass es Sinn machen könnte, Modellprojekte zu machen, weil ja, es gibt in anderen Ländern Projekte, aber es gibt überall auch Fragezeichen, die sich dahinter verbergen. Und wir sehen gerade bei denen, die für Legalisierung sind, dass da auch noch ganz viele Fragezeichen sind. Wie mache ich es mit dem Eigenanbau? Was passiert mit dem Eigenanbau? Aber vor allen Dingen, wer verkauft das hinterher? Es gibt die Diskussion, eine eigene Art Ladenkette aufzubauen mit Fachkräften, die das dann können. Ich glaube, es macht schon Sinn, wenn jemand was versteht von dem, was er verkauft. Das würde ich mir manchmal bei anderen Dingen, die verkauft werden, auch so wünschen. Es gibt welche, die sagen, wir machen es ähnlich, wie Uruguay das gemacht hat, etwa über Apotheken. Da bin ich skeptisch, gebe ich zu. Ich glaube, da sind auch die Apothekerinnen und Apotheker skeptisch. Aber auch das wäre etwas, was man erproben könnte, weil möglicherweise ist meine Skepsis unbegründet. Und es gibt welche, die sagen, ich neige auch ein bisschen in die Richtung, wir wollen auch so eine Clubstruktur. Die halte ich auch, was so natürlich den Jugendschutz und den Schutz der Kinder angeht, für eine gar nicht so schlechte Variante an der Stelle. Was auch Fragen von Regelung Eigenanbau möglicherweise angeht, für gar nicht so schlecht. Also aus meiner Sicht, ja, es gibt Modelle. In anderen Ländern kann man sich angucken. Aber wir müssen ja was haben, was zu uns passt. Insofern glaube ich, es macht Sinn, Modellprojekte zu machen. Das darf aber kein auf die lange Bank schieben sein. Wir müssen Projekte aufsetzen. Es gibt ja auch Städte, die stehen quasi in den Startlöchern und würden das morgen machen. Wir müssen denen die Möglichkeit geben, schnell drauf gucken, was geht. Und wir müssen bis zum Ende der Legislatur einen klaren Weg für Deutschland haben und idealerweise, wenn wir es schaffen, sogar noch in der Mitte der Legislatur erreichen können, dass wir dann sagen, und das ist jetzt unser Weg, den bauen wir aus und den werden wir auch dann in die Fläche bringen. Ich habe halt große Sorgen, wenn wir etwas in die Fläche bringen, was sich womöglich am Ende als großes Problem herausstellt. Also ich sag mal, wir einigen uns auf die Apotheken. Und das klappt eben nicht so gut, wie man sich das vorstellt. Und die Bedenken, die einige haben, was dann die Preisgestaltung und viele andere Fragen angeht, die greifen. Dann schaffen wir wieder eine Unzufriedenheit bei denen, die es haben wollen. Und wir schaffen möglicherweise wieder den Boden dafür, dass man sagt, na, wären wir mal beim Verbot geblieben, aber alles wunderschön geregelt. Deswegen will ich, dass wir da eine gute Lösung haben. Und dazu könnten durchaus Modellprojekte beitragen. Aus
meiner Sicht und auch aus Sicht der Partei. Gut. Kann man zumindest soweit nachvollziehen. Ja, sollen die Leute draußen selber überlegen, genau, was sie davon halten. Auf jeden Fall kann man sagen, dass das eben für die SPD-Verhältnisse ein sehr fortschrittlicher Beschluss ist, der so auf Parteiebene jedenfalls vorher nicht bestanden hat. Die Fraktion war Vorreiter in dem Fall, was mir relativ ungewöhnlich vorkommt auch. Ne? Eigentlich sollte die Partei die Grundsätze legen und die Fraktion dann beauftragen, das umzusetzen. In dem Fall hat sich die Fraktion unter ihrer und Burkhard Blinerts Führung im Prinzip überlegt, wohin die Reise da gehen soll. Thema Eigenanbau hat man eben im Vorgespräch schon mal. Ja, in unserer Wahlanalyse ist die SPD als rot eingezeichnet beim Thema Eigenanbau, weil da nichts dazu steht im Wahlprogramm. In den Antworten haben wir auch nicht gefunden. Ja, also nicht nur ich, sondern auch die Kollegin, die da hauptsächlich analysiert hat. Sie sagen aber doch, Eigenanbau wollen Sie haben Sie auch gerade gesagt, Clublösungen und so. Ja, also hier können Sie das nochmal richtig stellen. Ja. Also wie gesagt, ich habe selbst auch nochmal nachgeguckt. Offensichtlich hat man sich nicht ausreichend dazu geäußert. Es ist auch richtig, unser Wahlprogramm ist ja leider, wenn man sich andere anguckt, sehr schmal an der Stelle. Insofern steht dazu nichts drin. Es steht ja auch nichts dazu drin, wie exakt wir die Modellprojekte uns jetzt vorstellen. Aber für mich ist klar, und ich denke, das ist auch in der Partei nicht strittig, der Eigenanbau gehört am Ende auch dazu. Ich glaube sogar, dass er auch ein Aspekt ist, was die Frage medizinisches Cannabis angeht, das ist nochmal eine andere Frage, aber Eigenanbau ist durchaus auch dabei, aber auch da müssen wir die Rahmenbedingungen noch klären, aber ich sehe nicht, dass wir dagegen sind, dass es Eigenanbau gibt. Mhm. Vernünftige Führerscheinregelung, die war, glaube ich, dann in den Wahlprüfstein mit drin, ne? Auch da kann man Haken dran machen, glaube ich, dann am Ende. Was halt auch auffällt, dass im Wahlprogramm gar nichts über andere Drogen geschrieben ist, ne? Wo also Grüne und Linke da riesige Kapitel haben zu allen möglichen Aspekten von Drogenpolitik, ist da die Konzentration auf Cannabis. Gibt es keine andere SPD-Drogenpolitik oder wollten Sie nur das Programm nicht so lang haben? Nee, es war so, dass wir den Bereich Cannabis bewusst separat adressiert haben wollten. Aber das wird halt häufig, glaube ich, falsch gelesen. Der einführende Satz bezieht sich auf alles, nämlich dass wir eine neue Drogenpolitik wollen, die von der Verbots- und von der Strafbewährung wegkommt. Und dann kommt, dass wir zu Cannabis-Modellprojekte wollen und in Richtung Legalisierung gehen wollen. Aber das wird dann nicht mehr auf alle übertragen. Aber für mich ist es so, und das ist, würde ich jetzt auch sagen, so die Sicht, wir wollen die Drogenpolitik insgesamt verändern und das bezieht sich dann am Ende auf alle Drogen. Aber ich gebe zu, wir sind knapp in unseren Aussagen und man kann auch sagen, es steht da nichts, aber es steht eben auch nicht, dass wir nicht an die anderen Drogen herangehen wollen. Es eröffnet die Möglichkeit, das Ganze wohlwollend zu interpretieren auf jeden Fall. Ne? Genau, aber genauso umgekehrt natürlich, gebe ich zu. Das ist so, wenn man es knapp fasst. Aber unser Programm ist schon ziemlich lang und auch aus der Tradition heraus haben wir an vielen anderen Stellen deutlich mehr noch reingepackt, was so arbeitsrechtliche Fragen und Ähnliches angeht, auch gewerkschafts- und betriebsverfassungsrechtliche Fragen. Und irgendwo muss man dann noch gucken, dass es überhaupt noch jemand liest. Nach der Lesart würde dann in Ihrem Programm auch drinstehen, Entkriminalisierung aller Drogenkonsumenten? Aus meiner persönlichen Sicht ja, das muss auch der Weg sein, weil das sage ich jetzt auch wieder aus dem Suchtbereich heraus, ich kann eigentlich nicht denjenigen, der konsumiert, in die Kriminalität treiben. Ich muss den sogar dazu bringen, offen dazu zu stehen, sich an Beratung zu wenden, wenn es denn zu einer Sucht führt, Unterstützung zu bekommen, ohne Angst haben zu müssen, sich damit quasi gleichzeitig anzuzeigen. Insofern kann eigentlich ein Weg grundsätzlich nur in die Richtung führen. Das ist sicherlich je nach Art der Droge noch mal komplizierter und wird sicherlich auch anders zu handhaben sein. Bei Cannabis bin ich ganz sicher, wissen wir eigentlich, dass wir es an sich unproblematisch lösen könnten. Und deswegen wollen wir da eben auch direkt deutlich machen, dass wir weitergehen wollen. Mhm. Bei der FDP war das ja auch eine wilde Diskussion auf dem Parteitag. Ne? Das hat alle Überschriften über den FDP-Parteitag dominiert. Im Prinzip diese Frage Entkriminalisierung der Konsumenten, wo dann die Parteispitze da noch reingegangen ist, dagegen argumentiert hat, ja, da ist Ihre offene Formulierung vielleicht dann die elegantere Lösung gewesen, wie auch immer. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Ordnungswidrigkeiten. Entkriminalisierung durch Ordnungswidrigkeit. Das ist jetzt nicht unsere favorisierte Version einer Entkriminalisierung, weil es ja doch auch immer noch eine Bestrafung der Konsumenten beinhaltet durch die Bußgelder und gewissermaßen auch eine härtere Bestrafung für die, die wenig Geld haben und vorher beim eingestellten Strafverfahren gar nichts zahlen mussten. Wenn es ein Bußgeld gibt. Das Ordnungsrecht sieht ja nicht zwingend eine Bußgeldvergabe vor. Also man kann das Ordnungsrecht ja gestalten.
Und wir kennen das auch aus anderen Ländern. Wir haben ja Beispiele von anderen Ländern gerade angesprochen, dass das Ordnungsrecht eben auch andere Formen von Auflagen und ähnlichen Dingen machen kann. Aber ich gebe Ihnen unumwunden recht. Es ist auch nicht meine und ich denke auch nicht die priorisierte Linie der SPD zu sagen, das Ordnungsrecht ist die Lösung, um jetzt aus dem Strafrecht rauszukommen. Wir wollen ja die Modellprojekte, das wurde ja gerade schon mal kritisch angemerkt. Das bedeutet, dass es zumindest zunächst, also nicht kurzfristig, eine direkte Legalisierung geben wird, wenn man diesen Weg geht. Wir wollen aber, dass es möglichst schnell keine Strafverfolgung mehr gibt. Und da ist das Ordnungsrecht ein sinnvoller Zwischenschritt, weil es zumindest erstmal aus der Strafverfolgung rausnimmt, weil es auch andere Möglichkeiten gibt der Garnichtverfolgung oder Einstellung von Verfahren. Auch da ist das Ordnungsrecht deutlich flexibler. Andere Möglichkeiten der Art, da ist es ja nicht eine Bestrafung eigentlich, aber der Art des Umgangs damit. Also denkbar wäre zum Beispiel, das zu koppeln mit einem Modell, wie wir es in Portugal haben, obwohl ich nicht glaube, dass das tragfähig wäre in Deutschland. Ich sage das nur, um zu zeigen, was es für andere Möglichkeiten gibt. Also eine Art Beratungsangebot oder Pflicht, wie auch immer man das nennen will. So, das heißt, das Ordnungsrecht ist da flexibler. Wir schaffen eine schnelle Lösung, die aus dem Strafrecht rausführt. Aber das ist nicht die Endlösung. Die Endlösung muss sein, dass weder Ordnungsrecht noch Strafrecht greift, sondern dass wir am Ende den legalen Verkauf haben, in einer bestimmten Größe, in klar regulierten Bahnen und dann ist Ordnungsrecht und Strafrecht raus. Punkt. Das ist natürlich näher an unserer Vorstellung. Ja, jetzt wieder so eine wohlmeinende Interpretation, Ordnungsstrafe 0 Euro. Auch interessant, habe ich so noch gar nicht gehört. Ja, Ordnungsfähigkeit einführen für Cannabisbesitz und dann sagen, der Bußgeld wird 0 sein. Wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem, was die Frau Ludwig darunter vorgestellt hat, ihren Vorschuss jetzt nochmal gemacht hat. Ne? Die hat es nicht über die Höhe der Bußgelder geäußert, aber eben auch portugiesisches Modell immer mit reingebracht. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann sich so denkt, die Leute gehen dann 20 Stunden jeweils zur Drogenberatungsstelle mit Zielabstinenz oder so. Die ganzen Drogenberatungsstellen brechen zusammen, weil die mit irgendwie 180.000 zusätzlichen Fällen im Jahr überhaupt nicht klarkommen. Da sagen Sie, das ist ein bisschen unklar, wohin die SPD da will, was diese Beratungsgeschichten angeht. Oder ist dann auch klar, mit einem Termin ist die Sache im Zweifelsfall gegessen? Also wir haben ja sozusagen noch nicht so Butter bei die Fische. An bestimmten Stellen müssen wir das noch machen. Das ist auch eine Stelle, wo man nochmal klären muss, was soll das Ordnungsrecht dann überhaupt hergeben. Da geht es ja auch dann nochmal um die Frage, zu welchen Grammzahlen geht man an der Stelle dann schon. Das kann sich auch unterscheiden von dem, was am Ende legal zu erwerben sein wird und so weiter und so fort. Das ist eben auch eine Frage, die muss man dann ja auch noch mit den Ländern zusammenbinden. Das ist ja nicht ganz so einfach. Da wissen wir ja, wie die Diskussionen bisher fröhlich gelaufen sind. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, ein Beratungsbesuch. Ich weiß aber gar nicht, ob man es unbedingt an eine Beratung zwingend koppeln muss. Also ich finde, da kann man auch noch mal kreativ überlegen, was es für andere Möglichkeiten gibt. Ich will auch nicht ausschließen, dass es, keine Ahnung, ab der dritten wirklich verfolgten Ordnungswidrigkeit irgendwann auch eine Geldbuße geben kann im Ordnungsrecht. Also ich würde mich da nicht festlegen. Ich sage nur immer, man muss sich nicht auf die Geldbuße fixieren. Die ist nicht das einzige Mittel des Ordnungsrechts. Das Ordnungsrecht kann auch andere Mittel ergreifen. Und es ist trotzdem natürlich eine Notlösung. Also ich würde es eben nicht, ich denke, dass Frau Ludwig, wobei da bin ich eh immer nicht ganz sicher, was sie genau meint am Ende, aber ich glaube, sie hat es eher, wenn dann als die Lösung sich vorgestellt, das ist es nicht. Es ist aus meiner Sicht eine Übergangs- und Notlösung, um möglichst schnell, gerade denen, die jetzt stöhnen und ächzen unter den Konsequenzen einer Strafverfolgung, möglichst schnell sozusagen aus diesem Dilemma rauszuhelfen und keinen mehr da reinzubringen. Aber es kann nicht das Endergebnis sein. Und wie wir diese Notlösung dann gestalten, da muss man noch mal gucken. Also allen Ernstes, ich glaube, es ist auch noch ein dreiköpfiges Gremium, das das dann macht in Portugal mit weiß ich nicht wie viel an. Also wenn wir uns das auf Deutschland übertragen vorstellen und das wirklich auf jeden Cannabiskonsumenten vorstellen, ich bin sehr für einen Ausbau der Drogenberatung. Die muss sein, ist überhaupt keine Frage. Für all diejenigen, die jetzt schon keinen guten Zugang kriegen, weil sie wollen beraten werden, aber nicht aus solcher Grund. Also das wird auch nicht die Lösung sein. Ich habe das mehr als Beispiel genannt, dass es eben andere Wege gibt. Ich habe noch nicht den Königsweg an der Stelle. Das wird man aber sicher lösen können. Okay. Vielleicht so viel erstmal zu der ganzen Programmatik, ja, und an euch da draußen nochmal. Es gibt auch die Wahlanalyse des Handverbands, wo wir die Antworten auf die Wahlprüfsteine aufgelistet haben, die Programmteile der Parteien zur Drogenpolitik und auch was sie gemacht haben, welche Anträge die gestellt haben und so weiter in der letzten Legislaturperiode und jetzt
zu Ende gehenden Legislaturperiode. Da könnt ihr nochmal nebeneinander halten, also die Aussagen unserer Interviewpartner und dann die Hard Facts, ne, was steht tatsächlich im Programm und so weiter. Vielleicht auch, was ich vielleicht zu so hart interpretiert habe an der Stelle oder so. Könnt ihr nochmal nachlesen alles. Darf ich noch was zu hart sagen? Gerne, natürlich. Ich finde, das gilt übrigens für CDU wie für SPD, den Vergleich, was an Anträgen gestellt wurde, insofern schwierig, weil wenn Parteien regieren, dann stellen die eben keine Anträge. Sogar Teil des Koalitionsvertrages, dass man keinen Antrag stellt, der nicht mit dem Koalitionspartner abgesprochen ist. Und an Punkten, an denen man sich nicht einig ist, kann man dann logischerweise keinen Antrag stellen. Insofern ist das nicht Faulheit der Antragstellung. Das wäre es, wenn eine Oppositionspartei da nichts tut, weil die kann jeden Antrag stellen, den sie will. Ich will das nur erklären wenigstens. Das ist halt ein anderes Verfahren, wenn man Regierungskoalition ist. Tatsächlich, denke ich, haben wir das auch in etwa also mit dargestellt. Ja, das dient eher dem Vergleich der Oppositionsparteien, wie aktiv die dann da waren, tatsächlich auch Unterschiede, die sich da ergeben zwischen den drei Legalize-Parteien, wenn man sie so nennen will, in der Opposition. Sie waren ja gebunden durch den Koalitionsvertrag tatsächlich, haben wir auch an etlichen Stellen in dieser Analyse immer mal wieder gesagt, ja, die SPD hätte vielleicht gerne wollen, war aber hat sich in diesem Koalitionszwang gesehen und musste immer mit der CDU stimmen. Und natürlich, CDU ist unser Problem. Ja? Die sind die, die den sämtlichen Fortschritt aufhalten, die dafür verantwortlich sind, dass sich bisher gar nichts getan hat. Ja? Weniger die SPD. Abgesehen davon, dass die SPD vor 4 Jahren bei der Erstellung des Koalitionsvertrags eben keine Reformen durchgesetzt hat und seitdem dann eben in Kaninchenstarre stillhalten musste und nichts machen durfte. Ja, das kann man der SPD natürlich ankreiden. Was eben auch das Problem war, dass wir damals noch nicht diese klare Aussage haben. Genau. Und kommt im Prinzip auch jetzt zu meiner Ausgangsfrage aus dieser ganzen Programmatik heraus, nämlich die Motivation der SPD. Ja, da ist man auch, wenn man sich das so anguckt, so ein bisschen hin und her gerissen, ja, zwischen superaktiven Leuten wie Ihnen, die da Feuer und Flamme dafür sind. Und dann sieht man halt so Leute wie Borjans, Parteichef, der eigentlich im Interview mal gesagt hat, ihm wäre das eigentlich vollkommen egal, so wie das bei der Cannabispolitik ist. Die Leute könnten ja bei ihm im Viertel in Köln ja schon kiffen, die würden nicht sofort verhaftet, ja, von daher bräuchte man ja gar nichts zu machen. Also verrückte Aussagen eigentlich, oder wie Scholz dazu steht, weiß ich auch nicht. Gesundheitsministerium hat gesagt, nach dem Fraktionsbeschluss der SPD, dass die SPD gar nicht versucht hat, darüber zu verhandeln mit der CDU oder so. Da gab es überhaupt keine Gespräche. Die haben den Beschluss gefasst und dann liegen lassen. So, ja, also mit wie viel Ernsthaftigkeit in der Debatte können wir denn rechnen nach der Wahl bei der SPD? Also ich bin mir sicher, wir können mit großer Ernsthaftigkeit in der Debatte rechnen. Und ich bin mir sicher, dass das ein Thema wird, zu dem wir eine Vereinbarung in einem Koalitionsvertrag haben wollen. Ich bin natürlich guter Hoffnung, dass wir mit Partnern verhandeln werden, die auch eine Vereinbarung wollen und es eher darum geht, was wir vereinbaren und nicht, ob wir was vereinbaren. Wenn es aber wieder, naja, jetzt bin ich schon in der Spekulation. Also im Zweifel würde ich aber auch sagen, wir verhandeln darüber, ob wir was rein verhandeln und nicht nur über das was. Weil ich bin mir sicher, wir haben inzwischen zumindest in der Breite der Partei eine klare Aufstellung, dass das ein wichtiges Thema ist und dass das reingehört. Es ist halt immer so, dass politische Themen, das ist ja in Parteien nicht anders wie im gesellschaftlichen Leben auch. Es interessiert sich natürlich nicht jeder für das Thema Cannabis. Es interessiert sich, glaube ich, auch nicht jeder für das Thema Psychiatrie, psychische Erkrankungen. Manchmal auch zum Glück, wenn man wenig betroffen ist, davon wenig damit zu tun hat. Es interessiert sich wahrscheinlich auch nicht jeder für die Frage Mindestlohn, weil auch viele so weit davon entfernt sind, dass das kein Thema ist dann letztlich. Aber der Druck ist da und wir wissen, was in der Drogenpolitik schiefläuft. Und ich bin mir ganz sicher, das wird ein Thema, das bei den Verhandlungen eine Rolle spielt. Und zwar egal, mit wem am Ende verhandelt wird. Der Hinweis auf die anderen Themen war jetzt nochmal genau passend. Natürlich ist Drogenpolitik nicht der einzige Grund, eine Partei zu wählen. Also schaut euch nochmal die Programme ansonsten an, nach Themen, die euch sonst noch interessieren. Bemüht vielleicht mal den Wahlomaten. Guckt an, was die anderen Themen so bringen. Da werden wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. In unserer großen Diskussionsrunde mit allen Vertretern hatten wir das auch nochmal, dass auch nochmal andere Themen angesprochen wurden, warum man jetzt die jeweilige Partei wählen sollte. Hier bleiben wir jetzt mal bei Drogenpolitik. Sie persönlich wollen wieder drogenpolitischer Sprecher werden nach der Wahl, wenn Sie es schaffen mit dem Direktmandat und so weiter, wieder in den Bundestag reinkommen? Also es ist ein Feld, was ich super gerne weitermachen würde. Ich sage aber direkt dazu,
hoffe und kämpfe mit dafür, dass mein Kollege Burkhard Bliedert wieder in den Bundestag kommt. Und wenn er reinkommt und wenn er das dann weitermachen will, das, wofür er den Grundstein gelegt hat, dann wird er das auch machen. Also ich werde dann nicht reingrätschen. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, werde ich gerne auch das weitermachen, weil ich würde sehr gerne den nötigen Druck aufrechterhalten und aufbauen, sonst unterstütze ich den Burkhard dabei, dass das auch umgesetzt wird dann. Denn selbst das, was im Koalitionsvertrag steht, wird ja noch nicht zwingend umgesetzt, wie wir aus leidvoller Erfahrung wissen. Mhm. Ja, guter Hinweis. Die SPD war ja auch in dieser Legislaturperiode, muss man auch sagen, hat mehrere Gesichter gehabt Richtung Legalisierung. Nicht nur sie alleine, sondern es gab schon immer auch andere Kollegen, die da mit in die Bütt gegangen sind und für Legalisierung sich ausgesprochen haben und so. Wie Sie sagen, es ist aber nichts passiert. Ja, also die CDU hat alles blockiert, hat mal gerade schon, ja, totaler Stillstand, was Cannabis als Genussmittel angeht. Die Zahlen der Repression sind eher gestiegen, also die Zahl der Strafverfahren auch gegen einfache Konsumenten sind immer weiter gestiegen. Frustriert Sie das nicht persönlich nach 4 Jahren Engagement? Und was sagen Sie den Legalisern da draußen, die seit Jahrzehnten schon arbeiten für die Legalisierung und auch vielleicht aufgegeben haben, auch frustriert sind und sagen, wir werden niemals die Legalisierung erreichen? Also gut, jetzt könnte man platt antworten, man sollte nie aufgeben, aber das mache ich gar nicht. Also ja, es frustriert mich. Und es hat mich unendlich geärgert auch, dass als wir unser Papier fertiggestellt hatten, also noch bevor man überhaupt irgendein Gespräch hätte führen konnte, nichts anderes passiert, als dass es sofort in Grund und Boden verdammt wurde, aus nahezu allen Kreisen der CDU, einschließlich der Drogenbeauftragten. Da habe ich mich ja dann auch sehr schnell zu geäußert. Also es frustriert mich natürlich. Es hat mich frustriert, dass wie lange das bei uns gedauert hat. Ich bin eigentlich ein eher ungeduldiger Mensch. Es hat bestimmt den Burkhard auch frustriert. Und ich kann die Frustration deshalb draußen super gut verstehen. Und deshalb sage ich auch, das muss jetzt ein Ende haben. Und deshalb bin ich auch ganz sicher, das muss in einen Koalitionsvertrag. Und da muss jetzt auch was passieren, was endlich einen vernünftigen Weg Richtung legale Abgabe eröffnet. Es gibt überhaupt keinen Grund, das weiter zu verzögern. Ich gebe zu, den gab es schon in den vergangenen 4 und 8 Jahren nicht. Aber wir wissen, mit wem zusammen man regiert hat. Dass manchmal dann auch grundlos das verzögert wird. Also es gibt keinen Grund, das zu verzögern. Und deswegen müssen wir da ran. Und ich hoffe, wir können dann all diejenigen, die frustriert sind, können es schaffen, die aus dem Schnecken rauszuholen und ihnen zu zeigen, es lohnt sich doch zu kämpfen, es lohnt sich auch unendlich lange durchzuhalten. Mhm. Da fällt mir ja noch mal eine Anekdote ein, ich glaube, die habe ich genannt bei unserem Insta-Pläuschken. Ich hoffe nicht in der großen Diskussionsrunde, dass ich mich hier nicht wiederhole, bei uns im Kanal, aber Ihre Pressemitteilung da, als dann immer noch nicht das Fraktionspapier verabschiedet wurde, mit der Überschrift, ich habe es satt, hat mich schwer beeindruckt, ja, da hat ein Abgeordneter seine eigene Fraktion dermaßen angeht und so im Prinzip seinen Frust rauslässt irgendwie über den eigenen Laden, das hat man wirklich nicht alle Tage. Ja. Also habe ich echt gedacht, Hut ab, großartige Aktion und irgendwann danach hatten sie ja dann auch den Beschluss dann im Sack sozusagen. Manchmal platzt einem halt auch der Kragen und wenn man an einer Sache hängt und auch für eine Sache lange gekämpft hat und einfach ja schon den Eindruck hat, es ist auch fertig, und auch nicht mehr wirklich so richtig ein Gegenargument kriegt. Ich kann mich mit Argumenten auseinandersetzen und dann muss man das aus der Welt schaffen. Dann platzt einem halt einfach der Kragen. Das ist egal, wer dann derjenige ist, der es abkriegt. Bevor wir jetzt zum letzten Ausblick so kommen, wohin geht die Reise, wage ich mal bei allen, die hier politisch verantwortlich sind für den Bereich, die Frage, wie Sie den Hanfverband erlebt haben in den letzten Jahren, in dieser ganzen Diskussion und so weiter. Wir bemühen uns ja auch, da eine Rolle zu spielen irgendwie. Wie haben Sie das erlebt? Haben Sie da irgendein Feedback für uns, vielleicht auch Vorschläge, was man noch anders besser machen könnte oder so? Oder ne? Wie war die Rolle des CHV in der ganzen Debatte? Also ich werde mich hüten, Ihnen Vorschläge zu geben, wie Sie es besser machen können. Ich persönlich fand es gut, es hat mir geholfen, auch, ich glaube, die Geschichte Cannabis Fakten ist auch von Ihnen, es hat mir geholfen, auch für mich nochmal Hintergrund aufzuarbeiten. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein Cannabis-Fachmann, also ich beschäftige mich mit Drogen, mit Suchtpolitik, das heißt aber ja nicht, dass ich über Cannabis alles weiß. Es hat mir auch in der Diskussion um Cannabis als Medizin Hintergrundinformationen, also ich fand das sehr gut. Ich persönlich habe mich auch gefreut, dass Sie immer so am Ball geblieben sind. Das hilft ja auch, wenn man sich selbst versucht durchzusetzen. Also ich wüsste nicht, ich glaube, das ist schon letztlich ein guter Ansatz. Und es ist einfach wichtig, dass es Leute gibt, die sich damit fachlich auch auseinandersetzen. Also wo es nicht nur darum geht, politisch zu sagen, jetzt muss es aber legalisiert werden, sondern auch zu sagen, wo die Hintergründe liegen, Vergleiche anzustellen und kritisch zu hinterfragen. Und insofern fand ich das persönlich hilfreich und unterstützend. Ich habe halt versucht, in alle Richtungen
zu klären, aber das war immer auch für mich fachlich eine wichtige Bank. Dann vielen Dank für das Feedback an der Stelle und kommen wir zur Prognose, wie geht es weiter? Vielleicht erstmal die Frage, welche Koalition auf Bundesebene wäre denn die beste nach der Wahl für Cannabis-Legalisierung? Also ich glaube, die Koalition, für die ich sowieso am ehesten wäre, Rot-Grün, weil ich glaube, dass da zwei oft zueinander kommen, die auch das dann geregelt und gewuppt kriegen. Da bin ich mir ganz sicher. Letztlich wäre natürlich jede Koalition, die aus im Wesentlichen Befürwortern besteht, eine gute Koalition. Aber ich bin mir eigentlich sicher, Rot-Grün. Und ich hoffe auch, es wird zu einer Zweierkoalition kommen, weil bei dreien wird es dann immer noch schwieriger, das Ganze zusammenzukriegen. Das ist schon eine spektakuläre Vorstellung, ja? Eine Zweierkoalition Rot-Grün. Da werden wir ja vor ein paar Wochen noch. Wäre ja völlig utopisch gewesen, so eine Vorstellung. Nehmen wir mal an, Dreierkoalition. Hauptsache Union ist nicht dabei, ja, der große Bremsklotz ist weg. Nehmen wir mal an, Sie sind mit zwei anderen Legalized-Parteien in der Koalition als SPD, Grüne und FDP oder Grüne und Linke. Und die wollen beide sofort legalisieren und sagen, Modellprojekte, nee, also wir wollen jetzt mal gleich legalisieren. Was macht die SPD dann? Geht sie dann mit oder wird sie auf Biegen und Brechen durchsetzen, erstmal Modellprojekte zu machen? Also jetzt werde ich hier nicht Koalitionsverhandlungen vorwegnehmen. Das bitte ich mir nachzusehen, weil in dem Moment, wo ich in die eine oder andere Richtung was sagen würde, brauchen wir ja nicht mehr zu verhandeln. Ich dachte, am Ende. Versuch's mal. Aber ja, nee, ist klar. Aber also ich bin mir ganz sicher, wenn wir Partner haben, die in Richtung Legalisierung wollen, wird es nicht daran scheitern, dass wir keinen Kompromiss finden. Da wird es eine Lösung zu geben. Und es gibt ja viele Punkte, an denen man unterschiedlicher Ansicht ist und dann muss man gucken, wie man mit wem da was auf die Kette kriegt. Aber ich bin mir sicher, es wird auch nicht daran scheitern, dass die SPD dann komplett auf stur schaltet. Aber was und wie weit wir uns bewegen, das würde ich dann schon mal gucken, wie das in den Koalitionsverhandlungen läuft. Und sicherlich werden sich auch Grüne und oder Linke, FDP bewegen müssen an der Stelle, sodass wir am Ende eine Lösung haben. Gut, ich glaube, an der Stelle können wir einen Punkt machen. Eine weitere sehr zuversichtliche Stimme, dass auf jeden Fall nach der Wahl da irgendwas passieren wird in Sachen Cannabis. Am besten möglichst baldige Legalisierung, vielleicht mit einem kurzen Phase Modellprojekte vorher. Ich glaube, damit können wir uns verabschieden von den Zuschauern und vielen Dank für das Interview. Ich danke auch.